Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich Ihnen das neue Insta-Kamera-Tool. Es handelt sich hier um die Version für macOS. Es ist die Version 1.7 und Sie finden diese ab sofort im App Store auf Ihrem Mac. Gehen Sie dafür einfach in den App Store, suchen Sie oben rechts nach Insta oder nach Insta-Kamera-Tool und dann sollten Sie das Tool auch schon finden. Das Tool im Allgemeinen dient Ihnen dazu, Ihre Kamera im Netzwerk zu finden. Wenn Sie mehrere Kameras haben, ist das sehr hilfreich, beziehungsweise auch wenn Sie zum Beispiel den Port geändert haben, weil wenn Sie ansonsten den Port vergessen haben und Sie suchen die Kamera, dann finden Sie die zwar in Ihrem Router, wenn Sie aber den Port nicht wissen, kommen Sie nicht auf Ihre Kamera drauf. Also benutzen Sie dieses Insta-Kamera-Tool, um nach Ihrer Kamera zu suchen. Und die neueste Funktion in unserem Kameratool bei dieser Version 1.7 ist das Auslesen der SD-Karte. Wir haben jetzt mit diesem Tool die Möglichkeit, Aufnahmen von der Speicherkarte herunterzuladen. Das können einzelne Aufnahmen sein, das können ein ganzer Ordner sein, also jeweils tageweise können wir das runterladen oder wir können auch einfach nur alles runterladen. Ich zeige Ihnen das jetzt einmal kurz. Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick über das Kameratool selbst. Wir haben hier unten das Netzwerkinterface. Das bedeutet quasi die Netzwerkschnittstelle. Also wir können hier auswählen, ob über das LAN-Kabel gesucht werden soll, ob über WLAN gesucht werden soll. Hier haben Sie die unterschiedlichen Schnittstellen zur Auswahl. In unserem Fall jetzt hier per Netzwerkkabel. Wir können jetzt quasi suchen. Es wird jetzt eine Anfrage in das Netzwerk gesendet und alle Kameras werden antworten. Wir haben jetzt hier unsere Kameras und Sie haben hier, können jetzt hier nach rechts fahren, um einfach mehr Informationen über Ihre Kamera zu bekommen. Sie sehen jetzt hier, haben wir einen Überblick, bei welchen Kameras DHCP angeschaltet ist. DHCP würde bedeuten, die Kamera bekommt eine automatische IP-Adresse vom Router und es sollte im besten Fall ausgeschaltet sein. Einfach, wenn Sie zum Beispiel übers Internet zugreifen und eine Port-Weiterleitung gemacht haben, dann ist es wichtig, dass sich diese IP-Adresse nicht ändert von der Kamera, denn ansonsten würden Sie auf einmal nicht mehr auf die Kamera draufkommen. Wir gehen jetzt hier nochmal weiter. Sie haben hier die Übersicht über die IP-Adressen, die hinterlegt sind. Und hier am Ende sehen wir auch noch die Firmware-Version, die installiert ist, und die WebUI-Version. So können Sie sehr schnell erkennen, gerade wenn Sie mehrere Kameras haben, ob Ihre Kamera jetzt die neueste Version drauf hat oder noch nicht und können dann entsprechend handeln. So, der nächste Punkt wäre die IP-Konfiguration. Wir gehen auch hier einmal drauf. Wir können jetzt hier auf der linken Seite eine Kamera auswählen, müssen uns jetzt bei der Kamera entsprechend anmelden und hätten jetzt hier die Möglichkeit auf der rechten Seite entweder DHCP zu aktivieren oder halt zu deaktivieren und hier die IP-Adresse der Kamera zu vergeben. Anschließend, wenn Sie das wie gewünscht geändert haben, können Sie auf Senden gehen und es wird dann an die Kamera gesendet. Sofern Sie den Port abändern, würde die Kamera einen Neustart machen. Ansonsten, wenn Sie nur IP-Einstellungen ändern, wären die direkt nach dem Senden übernommen und Sie können dann auf die Kamera mit der neuen IP zugreifen. Unter dem Menüpunkt Update sehen wir jetzt hier, haben wir zur Auswahl, ob wir die Firmware oder die WebUI updaten wollen und kriegen hier dann auch unsere aktuelle Versionsnummer angezeigt. Sie hätten jetzt hier die Möglichkeit, auf Browse zu gehen, können dann in die heruntergeladene Firmware-Datei entsprechend auswählen. Bei den HD-Kameras ist es immer die update.pkg-Datei oder bei den VGA-Kameras wären das die BIN-Dateien. Dann gehen Sie einfach auf Senden und das Update würde an die Kamera gesendet werden und die Kamera würde dann entsprechend das Update durchführen. So, jetzt kommen wir hier zu unserem neuesten Punkt, das ist die SD-Karte. Sehen, wir haben jetzt hier auf der linken Seite schon die Kamera vorhin ausgewählt gehabt. Dadurch wird uns jetzt auch schon die Speicherkartengröße angezeigt. Wir haben jetzt hier eine 32 GB Karte drin. Noch verfügbar sind 121 MB, das heißt die Karte ist relativ voll. Sie können jetzt hier an der rechten Seite entweder die Speicherkarte komplett formatieren, wenn Sie einfach alles löschen möchten, was auf der Karte drauf ist. Sie können sie auswerfen, falls Sie sie aus der Kamera herausnehmen möchten. Oder Sie können hier auf Browse gehen, um die Speicherkarte entsprechend zu durchsuchen.
Ich schiebe dieses Fenster hier einmal zur Seite und wir haben jetzt hier das Fenster von der Speicherkarte. Wir können jetzt hier auf einen dieser Tage draufklicken. Sie sehen jetzt, dieser Tag ist jetzt ausgewählt. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, hier auf der rechten Seite zu sagen, dass wir das herunterladen wollen. Das bedeutet, es würde jetzt alles heruntergeladen werden, was sich in diesem Ordner befindet. Wir können aber auch einen Doppelklick auf diesen Ordner machen und sehen jetzt hier unseren Unterordner. In unserem Fall ist jetzt hier Rekord 000. Das bedeutet, das sind die Videoaufnahmen drin. Sollten Sie auch Bilder speichern auf die SD-Karte, hätten Sie hier einen Ordner Images 000 oder Images 001 und so weiter, je nachdem, wie viele Aufnahmen Sie haben. Sie können jetzt entweder auch hier diese Ordner auswählen, indem Sie hier oben den Haken klicken, um alles auszuwählen, oder wenn Sie mehrere Ordner haben, können Sie die auch einzeln anklicken. Wir können diesen Ordner jetzt auch nochmal mit Doppelklick öffnen und hier drin sehen wir jetzt, sind unsere ganzen Aufnahmen. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, einzelne Aufnahmen herunterzuladen. Sagen wir, wir wollen nur diese drei Videos haben und dann gehen wir einfach hier auf Download. Wir können auch hier oben hin klicken und sagen, wir wollen alle Videos haben oder wir laden uns einfach quasi diesen kompletten Ordner herunter. Um Ihnen das einfach jetzt einmal zu zeigen, wählen wir einmal zwei oder drei Videos aus, gehen hier auf Download und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier zu sagen, wo die Aufnahmen abgelegt werden sollen. Wir tun jetzt einfach hier unseren Schreibtisch auswählen und tun das Ganze jetzt abspeichern. Sie sehen, es kommt jetzt hier eine Meldung. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, den Ordner komplett zu öffnen oder wir können einfach das nur bestätigen. In unserem Fall sagen wir jetzt, wir wollen den Ordner direkt öffnen. Jetzt kriegen wir diesen Ordner auch schon angezeigt. Sie sehen hier, dass die Aufnahmen immer in einem Ordner abgespeichert werden, der den Namen der Kamera hat, plus die IP-Adresse der Kamera. Denn sollten Sie mehrere Kameras haben und alle Kameras haben den gleichen Namen, dann können Sie diese anhand der IP-Adresse nochmal unterscheiden. Wir haben jetzt hier unseren Ordner des Tages drin. Hier gibt es jetzt einen Unterordner Videos und hier finden wir jetzt alle Videos drin. Sollten Sie Bilder herunterladen, gibt es dann hier einen Ordner Bilder und dort finden Sie dann entsprechend die Bilder drin. Ich mache Ihnen jetzt nochmal ein Beispiel. Wir können hier oben mit den drei Punkten, wenn Sie hier einen Doppelklick drauf machen, dann kommen Sie zurück. Wir haben aber hier auf der rechten Seite auch die Schaltfläche zurück eingebaut, wo Sie entsprechend hier zurückgehen können. Ich zeige Ihnen jetzt einfach nochmal, wenn wir mal drei Tage auswählen, die wir herunterladen möchten. Wir gehen jetzt hier wieder auf Download, wählen hier wieder unseren Ordner Schreibtisch aus, wo wir es ablegen möchten. Und jetzt sehen wir hier sehr schön, wie die einzelnen Aufnahmen heruntergeladen werden. Und Sie haben hier oben auch eine Übersicht über den Fortschritt der Ordner. Wir haben ja insgesamt drei Ordner angewählt, die wir herunterladen möchten. Und so können wir jetzt sehen, dass er hier noch bei Ordner 1 gewesen ist, jetzt ist er auf Ordner 2 gesprungen und gleich wird er dann bei Ordner 3 sein. Sollten Sie mehrere Ordner herunterladen oder die komplette Speicherkarte, kann dies natürlich entsprechend Zeit beanspruchen. Das ist davon abhängig, wie Ihr Mac angeschlossen ist, also ob per LAN-Kabel oder per WLAN, und es ist auch abhängig davon, wie die Kamera angeschlossen ist. Wenn die Kamera per LAN-Kabel angeschlossen ist, geht es ein ganzes Stückchen schneller. Wenn sie per WLAN angeschlossen ist und vielleicht nicht in der direkten Reichweite des Routers, dann kann es auch ein kleines bisschen länger dauern. Zudem ist natürlich wichtig, wie viele Aufnahmen man in den Ordner drin hat. So, das ist jetzt bei uns fertig. Wir gehen jetzt hier nochmal auf Ordner öffnen. Sie sehen, er hat das jetzt in den gleichen Überordner reingemacht, also in unsere Kameraeingang mit der IP-Adresse. Und hier haben wir jetzt quasi die Tage, die wir eben heruntergeladen haben. Wir haben 224, also den 23.02., 24.02. und 22.02. heruntergeladen. Und diese Aufnahmen haben wir jetzt alle hier und haben jetzt hier unsere kompletten Videos, die Sie problemlos auf dem Mac jetzt anschauen können. Das ist es soweit zu der neuen Funktion mit der SD-Karte. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück auf unser Kameratool und zeige Ihnen nochmal eine neue Funktion.
und zwar das Umbenennen der Kameras. Sagen wir, wir haben jetzt 5 IN5907 gekauft und alle stehen hier drin mit IN5907. Dann können Sie diese natürlich nur anhand der IP-Adresse auseinanderhalten, was auf Dauer vielleicht etwas schwierig wird. Sagen wir mal, Sie stellen jetzt alles ein, können sich zwar die IP-Adressen noch merken, in einem Monat gucken Sie nochmal nach, wollen irgendwas nachschauen und haben dann keine Ahnung mehr, wie der Name oder was für eine IP-Adresse das war. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, wenn wir die Kamera auswählen und gehen hier oben auf Bearbeiten, können Sie hier den Namen der Kamera ändern. Sie sehen aber auch, Sie können hier einfach die Command-Taste und N drücken. Ich mache das jetzt einfach mal, also einfach Command gedrückt halten und dann N noch zusätzlich drücken. Und dann sehen Sie hier, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, den Namen abzuändern. Wir können jetzt sagen, wir nennen das Eingang Office, sofern wir mehrere Eingänge hätten. Und tun das Ganze mit OK bestätigen. Und hier sehen Sie jetzt dann auch schon, ist der neue Name schon vergeben worden. Diesen Namen werden Sie dann auch im Videobild der Kamera sehen. Und auf diese Weise können Sie sehr schnell die einzelnen Kameras wie gewünscht benennen und so auch einfach auseinanderhalten. Ich hoffe, das Video hat Ihnen einen kurzen Überblick gegeben über unser Kameratool. Wenn Sie hier bei der Suche auf eine Kamera draufklicken mit Doppelklick, dann wird diese Kamera entsprechend in Ihrem Webbrowser geöffnet. Das heißt, dieses Insta-Kamera-Tool ist ein Suchtool für Ihre Kamera. Die Kamera selbst wird weiterhin immer im Webbrowser geöffnet. Also einfach einen Doppelklick machen, Webbrowser öffnet sich, Sie melden sich bei der Kamera an und schon können Sie alle Einstellungen der Kamera selbst vornehmen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Schauen Sie sich auch gerne unsere anderen YouTube-Videos an. Unser YouTube-Kanal ist der InstaTV YouTube-Channel. Dort finden Sie sehr viele Anleitungen, nicht nur über jetzt das Kameratool, sondern auch, wie man die Kamera einstellt. Es gibt interessante Themen, wie man weitere Funktionen der Kamera nutzen kann, wie den FTP-Upload oder auch vieles andere. Also schauen Sie einfach vorbei und folgen Sie uns vielleicht im YouTube-Channel. Alles klar, vielen Dank, tschüss.